Hier, verkehrt rum, hab so noch ein bisschen meine Probleme mit dem Verspiegelungseffekt von Kameras. So, ihr habt ja bestimmt alle 2 Stunden lang, also ich habe mir wirklich die vollen 2 Stunden angeguckt, es war wirklich sehr anstrengend, vor allem nach einem anstrengenden Arbeitstag, mir die ganzen Brücken und Statuen und Fahnen und beantworteten Fragen und des Rätsels Lösungen dort anzuschauen und die ganzen schönen Gestaltungen ringsrum, finde ich super. Und vor allem, ja, ich frage jetzt mal nichts, meinen Favoriten. Den tue ich nach dem Endwahlen mal sagen. Sind mehrere, muss ich sagen. Okay. Aber das Video soll eigentlich nur dazu dienen. Ich habe ja dieses Rätsel gewonnen mit den Hühnern. Und es ist eigentlich doch eine sehr schöne Darbietung, wie ich das eben rausgefunden habe. Die Rechnung vom lieben Sonnenstern, die fand ich auch sehr interessant. Bin ich interessiert, wo du die her hast? Ich glaube von der Wiki, nehme ich an. Nehme ich stark an. Oder du hast es selbst rausgefunden. Oder aus Erfahrung. Ich weiß nicht richtig. Und zwar, ich nehme euch jetzt mal mit auf meinem Schreibtisch. Entschuldigt die Unordnung. Ihr habt es bestimmt gelesen. Es ist wirklich sehr unordentlich bei mir hier. Zur Zeit. Ja, das ist das da Bier. Hier hängt mein Kopfhörer. Den brauche ich jetzt nicht. Ich hoffe, es nimmt. Ja, es nimmt Ton auf. Super. Das ist mein Desktop hier. Hier, ja, mein Webcam und da OBS. Und dann Fensteraufnahme und Krams und Co. Gut. Hier habe ich mir das ganze Video angeguckt von Zeron. Habe mir alles Notwendige notiert, was ich hier brauche. Hier liegt noch irgendwas von SPS rum. Aber das interessiert uns ja gerade nicht. Hier liegt noch wie ich rangegangen bin an das Lösungsrätsel und also an das Runenrätsel. Und Zeron hat gesagt, ich habe das Alphabet nicht richtig ausgefüllt. Irgendwie sind da nur die Buchstaben vorhanden. Ist nicht schlimm. So. Dann hier ein paar Sachen, was ich eben noch machen musste. Hier oben. So, zack. Da stehen die 63 unterstrichen. So, wie bin ich dran gegangen? Ich habe mir die ganzen Folgen und Zettel haut ab. Schlechtes Timing. Zettel, bleib hier. Strafstellen, danke. Ich habe mir die ganzen Folgen von Zeron angeguckt, wo der liebe Herr Zeron die ganzen Eier dort reingeworfen hat. Und am Anfang konnte ich das Video noch stoppen und zählen, wie viele Hühner da rausgekommen sind. Ich habe das so ein bisschen in den Eiern rausgenommen, weil die Eier reinwerfen, da kommt ja nicht immer ein Huhn raus. Deswegen habe ich nicht die Eier gezählt, die er dort reingeworfen hat. Ich habe schon geguckt, wann dort unten ein Huhn rausgekommen ist. Und habe so gedacht, zum Schluss, also am Anfang stand da glaube ich so 14 Stück, ich weiß es gerade nicht mehr so wirklich, bis ich dann auf die 57 gekommen bin. Und die 57 hatte die jemand, ich glaube die 58 hatte jemand, genau, der Too Often Played, hatte eine 58 dort stehen. So. Genau. Wie bin ich jetzt auf die 63 gekommen? Ihr seht dort oben, übelst fett markiert, circa plus 6. Ich habe am Ende nicht wirklich mehr durchgucken können. Ich bin dann so rangegangen und habe, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr richtig, habe mir die Folge jetzt nicht nochmal nachträglich angeguckt, weil es ist ja schon etwas her. Ich habe mir dann einfach mal dort angeguckt, wie oft dort so ein Huhn geschlagen wird, beziehungsweise mit einem Ei getroffen wird oder was dort hochfliegt. Das zu einem und zu anderem, wie viele kleine Hühner da wirklich rauskommen, dass man da das auch wirklich sieht. Und da bin ich auf 57 gekommen. So, wie komme ich jetzt auf die 63? Das ist eine Schätzung von mir, tatsächlich. Es ist wirklich eine Schätzung. Ich habe mir so gedacht, okay, sind fast 60. Okay, Machst du mal 6 drauf, wird schon klappen.
ist jetzt kein Spaß. Ja. Das Rätsel habe ich definitiv gewonnen dadurch. Ist 63 ist eine Tatsache, das habe ich auf den Zettel geschrieben. Und ich teile mir auch gern die Punkte. Also ein Punkt für mich wäre das ja dann, glaube ich. Ja, ein Punkt für mich und ein Punkt für den für die der Avadul. Ich weiß gerade nicht, ob du Mann bist ohne Frau. Aber ich glaube Mann. Ich bin mir aber nicht sicher. Gar nicht sicher. Genau. Wer gerne meine Liste sehen will, wie ich mir das gerne notiere, kann ich auch mal gerne zeigen. Da. Bin das so durchgegangen wie hier, na, hier oben habe ich hingeschrieben, Name. Warte mal, ich muss mal so rumnehmen. An die Brücke gibt er einen Punkt, die Statue, die Lösung der Hühner. Da muss ich nur hinschreiben hier. 63, pass auf. Zack und zack. Ne, das war falsch, ne? Ja, eh. Ihr wisst ja, 63. Zack. So, 63 ist keine 68, ist eine 63. Bei 68 hätten, glaube ich, niemand gewonnen, oder? Doch, 68. Das wäre der Patrick von Löwenstein gewesen. Siehste mal. Hat auch jemand getippt. Da die 5 Fragen. Da gibt es da auch einen Punkt, wer so gut wie alle gelöst hat, oder das meiste hat er dann Zeron gesagt. Dann das hier Scharfstellen. Kennst du das? Kamera? Scharfstellen. Das Runrätsel. Ah ja, Schrift habe ich da. Runen. Ja, fehlt ein H. Dann die Fahnen. Dann. So. Dann hier die Wahl, die tue ich dann noch zusammenrechnen. Das ist ja dann die Punkte plus das Hühnerrätsel plus die Wahl, dafür steht das W und das E am Ende der Endpunktzahl sozusagen. Also hier dann die ganzen Punkte. Ne? Zack. Und die so. Und die hier unten, die hatten ja keinen. Ah, guck mal, es sind ziemlich viele, die nichts abgegeben haben. Aber ja. Und am Ende habe ich mir noch aufgeschrieben, was ihr gebaut habt. Das werde ich auch bei mir mit in die Tabelle mit reinschreiben. Statue steht oben. Und ja, das werde ich damit reinschreiben. Hier bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Zack. Vor allem, ich kann das jetzt ja wieder so machen. So, zack. Dass man das auch lesen kann. Also, viele wissen ja jetzt hier, von wem was ist. Genau. Und bei einem, das ist der Samuel 204 Minecraftler. Da habe ich hier geschrieben, ganz leicht, nur Drache in Klammern. Weil der liebe Herr Zeron da das Buch weggeschlagen hat und auf der Map kein weiteres Schild stand, wo der Name der Statue ist. Deswegen, ich mache mal wieder die Webcam oben drauf, dass ihr mich wieder seht. Scharfstellen, 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 Scharfstellen. Ah, da bin ich. Hallo. Und da warte ich mal noch ein bisschen, bis er das in die Kommentare schreibt. Er hat es bestimmt schon angeguckt, das Video nehme ich mal stark an, weil das ist 2 Stunden lang und ja. Es war wirklich eine große Hürde für mich. Vielleicht gibt es da nochmal eine Zusammenfassung irgendwie von dem ganzen Zeug, aber das ist eigentlich schon eine große Zusammenfassung gewesen. War schon ziemlich viel. Zeron hat auch gut durchgehalten, muss ich sagen. Er hat sich ja, man kann sagen, eine Aufnahmekrankheit reingezogen, denn er ist mitten in der Aufnahme irgendwie krank geworden. Immer mehr gehustet, dann kam noch Schnupfen hinzu. Und ja, man hat es schon im Lesstil dann immer weiter gemerkt, dass er sich immer mehr versprochen hat. Es war wirklich sehr viel, viel Arbeit. Und das mitten in der Nacht, da kommt noch die Müdigkeit hinzu. Das war wirklich harte Arbeit von dir, Zeron. Jo, ich gucke die ganze Zeit nicht in die Webcam, ich gucke nur auf meinem Desktop, der hier vor mir ist. Hallo. Dann verabschiede ich mich und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Was machen?